Leute, weiter geht's bei Yo-Kai Watch 3. Mir gefällt nicht, was ich hier sehe. Schluss mit dem Individualismus. Wir sind alle Pilzbrüder. Wir kommen schwammig gut miteinander aus, weil wir uns so ähnlich sind. Ja, schön. Ich soll einen Yo-Kai verfolgen. Der ist da drüben. Aber ich sehe da auf der Karte große, rote Yo-Kai-Markierungen. Hier ist doch bestimmt noch irgendwas. Hier ist doch wieder so eine Art, Dingens hier. Schreckensnacht oder so. So, Schabernacki. Ich hab dich. Hallo? Hallo? Keine Ahnung, was das für Yokai sind, aber ist mir egal. Ich hab ihn doch schon längst eingeholt eigentlich. Jetzt ist er verschwunden. Ne, er ist da reingegangen. Ins Kos-Café. Na schön. Warum ist die jetzt so gekleidet? Hä, wo ist Schabernacki hin? Hallo. Hallo. Steh da nicht so rum, Hayley. Du hast einen Kunden. Hä, was, wie? Hm? Was, meinen Sie mich? Und was ist das? Oh mein Gott, ich bin in einem Dienstmädchenkostüm. Wie cool. Seht mich an, das steht mir voll. Aber warum? Das sieht zu Sapion. Guck nicht in der Gegend rum. Kümmere dich um deine Kunden. Meine, was? Meint der Usapion? Ja gut, Usapion. Darf ich dir was bringen? Oh, ich werde mich darum kümmern. Bitte schnell kümmere ich mich darum. Yay! Was geht hier vor? Was ist mit dir? Cindy. Willkommen, fühl dich pilzig wohl. Pilzig wohl. Okay, Usapion, was darf sein? Bonjour, Monsieur, comment ça va? Soll was tun? Soll was tun? Ja, gut, gut gefragt, Usapion. Ja, Hayley, was soll das bedeuten und wozu dieses verrückte Kostüm, hä? Monsieur, ihr habt es nicht serviert. Voilà, mein spezielles Fondue d'Omelette. Wie war das? Ich weiß nicht, was schlimmer ist, dieses Essen oder dein Akzent. Du erwartest, dass ich diesen Schweinefraß esse? Scheint nicht so wirklich gut zu sein. Dieses Spiel wieder. Ja, ja. Ja, ja. Warum muss ich das Spiel spielen, ehrlich gesagt? Warum? Warum muss das sein? Ich meine, es ist ein nettes kleines Minispiel, aber warum macht man das? Warum macht man das? Wie gesagt, könnte lustig sein, aber... Zum Glück ist es nicht so oft der Fall, dass ich das spielen muss. Und zum Glück muss ich es auch nicht, perfekt schaffen. Ansonsten hätte ich eh keine Chance. Es wird auch nicht weniger, habe ich das Gefühl. Kann das sein? Ja, doch. Ja, doch. Ich wollte schon sagen, war es das? Nee. Fuck. Ich hab das X da nicht getroffen. So. Das war es doch gleich, oder? Ich hab einen Treffer nicht gelandet. Ich kriege keinen Bissen mehr runter. Ja, es tut mir leid. Bonus. Sahnetorte. Hm. Und der kleine Fiesling. Oh, mit den Büchern sollte ich mich jetzt auch langsam was sicher mal beschäftigen, glaube ich. Um quasi das Wesen der Yokai zu verändern. Oh, Mist. Was war da überhaupt drin? So etwas Furchtbares habe ich noch nie gegessen. Oh, aber Monsieur, es gibt noch mehr. Wir haben noch 10 Portionen vom Fondue d'Omelette. 10? Oh, bitte nicht. Hab Mitleid. Versuchst du mich zu vergiften? Oh Mann. Oh Mann, Mann. Oh, der Typ schon wieder. Schabernacki, das war ja wohl dein Werk, nehme ich an. Hayley, auf zu posieren und lauf ihm nach. Hä, was ist gerade passiert? Nicht Wichtiges. Na los, wir müssen ihm nach. Was sollte jetzt das? Oh, wieso was liebe ich das Spiel? So, wo ist er? Da unten. Was mit dir? Ich will jetzt mal kämpfen. Ich will jetzt mal kämpfen. Ich will mein Team in Aktion sehen. Oh, Trampeldino. Heilende Mond von Selanian ausgelöst. Oh, wenn Selanian Reserve ist, heilen alle aktuell Yokai. Oh, das ist doch fantastisch. So, wir haben hier eine charmante Einheit.
was ziemlich gut ist. Ich will jetzt mal sehen, ob sie guten Damage machen oder ob sie guten Schaden nehmen. Ja, der Schaden, den sie auszahlen, ist schon mal okay. Auf jeden Fall. Ich will jetzt mal hier die ihre Ulti-Seele sehen. Falls sie dazu kommt. Komm schon. Dämona, zeig, was du kannst. Oh, da ist ein Irrlicht. Funkenchaos. Und zack. Mein Irrlicht. Kann ich noch eine Ulti-Seele sehen? Das bringt nicht viel. Nee. Von Chibalzebub. Der trifft nur links, weil er gerade links steht. Aber seht ihr? Sie sind nicht sofort down, was ich befürchtet habe, weil sie halt einfach gut sind. So. Yeah, gleich alle ein Level up. Das ist schön. Wunderbar. Fluchthelferlein. Und 60 Dingensbums. So, wo ist er jetzt? Scheinbar hier durchgerannt. Oh, hier war die Schreckenszeit. Ich erinnere mich. Da ist er. Halt nochmal ein Kämpfchen vielleicht. Ja, ein bisschen leveln muss ich doch, weil wenn ich jetzt einen Boss besiegen muss, mit diesem unterlevelten Team, dann habe ich ein bisschen ein Problem. So, sehen wir uns unseren Chibalzebub mal an. Zeig, was du kannst. Das ist bestimmt ultra cool. Hat nicht geklappt, warum nicht? Warum nicht? Stecken wir dich mal in die Reserve. Damit darf dein Yokai sich heilen. Dann würde ich gerne mal Camellia sehen. Die verwirrt ist. Das ist nicht gut. Und jetzt trifft sie nicht mal mehr. Macht aber nichts. Kokette Camellia. Oh mein Gott, was war das für ein Ultratreffer? Ich sollte sie reinigen. Oh, da bereitet jemand eine Ulti-Seele vor. Ich bin aber reinigen. Muss ich jemanden in Sicherheit bringen? Sturer Stampfer. Das ist viel super. Seht ihr, sie nehmen überhaupt nicht viel Damage. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Ich glaube, die sind auf Level 1 oder 2 schon stärker als die anderen Yokai, die wir auf Level 8 oder so dabei hatten. Power Arm reif, okay. Ja, ich glaube, Camellia, die hat uns geheilt, ich meine. Was ist das für ein Würfel hier? Dort ist nochmal ein Kampf. Komme ich aber nicht hin. Egal. Gut, machen wir... Moment, was ist das da oben? Ich mein, ach so, auf der Karte, das sind einfach nur die Getränkeautomaten gemeint. Was ist jetzt das? Habe ich nicht gesehen. Was? Wieder Wanne? Was zur Hölle? So, ich will nochmal Camellia sehen. Sie nimmt aber viel Damage. Ich will jetzt sehen, wie viel Schaden sie macht. Oder ob sie nur unsere Leute heilt. Ich glaube nicht, oder? Kokette Camellia. Heilt unser Team und schädigt den Gegner. Das ist doch cool. Das ist ultra cool. Sehen wir uns mal noch den hier an. Ein Ultra-Krieger hier. Ich will die Ulti-Seele von ihm sehen. So, los geht's. Aber er trifft nicht mal. Was soll's? Ich will es nur sehen. Oh, ich krieg's nicht mal zu sehen. Mann. Ja, jetzt kann ich es mal ein bisschen spielen, um alle mal ein bisschen so kennenzulernen. Unsere neuen Freunde. Kürbis-Tempuder bekommen. Und niemand schließt sich uns an. Was soll's? Okay. Wo ist er jetzt? Hä? Da. Was? Und er verschwindet. Respektive, er geht einfach da rein. Okay, nächster Schabernack. Was bist du? Minimoto. Was? Nee, nicht Charmanta hier. Ich will jetzt die Ulti-Seele von ihm hier sehen. Diesmal werde ich sie zu sehen kriegen. Ich hoffe, sie bringt was. Warum? Er wird immer geblockt. Warum wird er mich geblockt? Greift jetzt an, Mensch.
Selenian. Geh mal zurück, damit die anderen sich heilen können. Passiert aber nicht. Mein Gott, irgendwie wollen die gerade nicht. Irgendwie wollten die gerade nicht. Das läuft nicht mal so gut jetzt. Ich weiß nicht, ob ich bei dem Team bleiben soll, ehrlich gesagt. Hier noch was. Na komm, den Kampf nehmen wir auch mit. Ich will jetzt diese Ultiseele von ihm sehen. Oder ist das der Witz, dass er gar nicht angreifen kann? So, tauschen wir aus. So nämlich. Mit einem Belzebub. Ich ziehe ihn auch zurück am besten. Dann kann ich wieder nicht mit der Ultiseele angreifen. Das ist doch kacke. Gut, dann Dämona. Zeig, was du kannst. Weil ich weiß, du kannst sehr viel. Tu es. Funkelchaos. Du hör auf zu trödeln, genau. Greif endlich an. Das war gut, Usapion. Ja, das war gut. Auf Usapion kann man sich verlassen. Level 5 schon alle. Seht ihr? Das ist fantastisch. Usapion ist Level 8 und die anderen schon Level 5. Oh, hier sind Aufbleiber. Ist aber völlig okay. Ist völlig okay. Wir leveln. Das war sehr gut sogar. So, vorbereiten. Wir machen Gilgaros nach vorne. Und ja, ich denke, so können wir kämpfen. Ich will jetzt eine Ultiseele sehen, verdammt nochmal. Jetzt passe ich aber genau auf, was passiert. Hatte ich einfach nur Pech und der wurde immer geblockt? Oder was ist passiert? Aufgeladen. Goldabreibung. Der Tapke sah cool aus, aber leider war da kein Ziel. Leicht jetzt an, Mensch. Ich mache Ultra-Damage, Leute. Ich sag ja, Hayley wird ein Ultra-Team bekommen. Ich muss mich erst noch damit einfinden, aber es wird ultra heftig. Bleib jetzt hier, Mensch. Wo ist er hin? Wo bin ich? Da hinten, ach so. Kann ich gegen euch kämpfen? Gegen euch Pilze? Nö. Jetzt ist er wieder weg und jetzt ist er hier in die Seitengasse geflüchtet, nehme ich an. Nochmal so ein Stampfer. Der könnte sich meinetwegen auch befreunden. Das wäre cool. Vorbereiten. Ich würde sagen. So. Diesem Team möchte ich spielen. Los geht's. Camellia, ne? Die heilt uns und schadet dem Gegner. Ihre Ultiseele ist scheinbar verdammt wichtig. Es hat sich echt gelohnt, auf diesen Joker zu warten. Aber sie ist beseelt. Macht aber nichts. Greif an. Kokette Camellia. Und. Seht ihr dieses Kamehameha? Das ist ultra heftig. Und wir wischen. Und reinigen. Und wischen. Und gereinigt. Greift jetzt mal den ollen Typen da an. Chibelzebub. Ist ultra cool. Oh, ich finde das Team super. Burger bekommen. Ich wäre nicht abgeneigt, wenn jetzt mal ein Aokai irgendwo stehen würde. Damit ich mich komplett heilen könnte. Ja gut, machen wir weiter. Charmanta! So, Selenian, du heilst in Anführungszeichen nur unser Team, oder? Möchte ich auch mal sehen. Putziges Mouncen. Halt unser Team halt abartig. Oh, Dämona. Abziehen. Zack, 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 zack und zack. Gereinigt. Fantastisch. Und jetzt nochmal dich hier. Schiebalsbuch. Ich muss das Minispiel schon hinkriegen, ansonsten bringt es mir nicht viel. So nämlich. Und jetzt zeig uns, was du kannst. Tu es. Höllischer Knall. Ach du Scheiße. Was sind das für Dragon Ball Attacken hier? Ach, wie geil. Oh, wie geil.
So, alles einsammeln. Und besiegt. Perfekt. Läuft gut. Läuft gut. Ja, den haben wir schon angefangen mit Gilgaros. Brauche ich noch einen Moment. Die anderen sind super. Wo lang? Da ist eine Sackgasse. Und da oben ist... eine Kiste oder so? Nö, gar nichts. Ich wollte dran vorbeirennen. Egal. Es geht ja schnell. Jetzt haben wir zwei Heil-Yokais. Ob das nicht ein bisschen übertrieben ist? Ich weiß es nicht. So, Dämonen. Das ist ein gefundenes Fressen für dich. Sie wurde geblockt, das soll die Scheiße. Das gefällt mir nicht. So, du sammelst mal das Zeug ein, Chibalzebu, ja. So, da wärst du wieder geheilt. Nun dürftet ihr, wenn es geht, Viecher platt machen. Dämona, die Ulti-Seele-Energie einsammeln. Und? Was macht ihr denn da? Das ist nur ein Aufbleiber. Oh nein, beseelt. Kann ich es doch entseelen oder ist er gleich weg? Natürlich ist er gleich weg. Schade. Kein Reinigungsbonus. Ist aber egal. Level up. Level 6 bereits. Usapion Level 9. Leveln diese S- und A-Yokais auch schneller? Ich habe keine Ahnung. So, nicht kämpfen jetzt. Nicht kämpfen, sagte ich. Wo muss ich denn hin? Ah, hier unten vorbei. Ach so. Nee, auch nicht. Was? Spiel? Was willst du von mir? Was übersehe ich gerade? Ach so. So, ich kann hier rüber. Was? Ich kann auf den Laster. Aber ich kann da nicht runter. Auf jeden Fall, da drüben ist ein Loch im Zaun. Hier nämlich, genau. Nein! Der verschwindet wieder. Und... ich habe nicht schnell genug reagiert. Oh Gott. Egal, Leute, egal. So, vorbereiten. Wir nehmen wieder unseren Goldfreund hier. Ihr greift alle mal den linken an da. Damit ich die Ulti-Seele jetzt endlich mal volle Aktion sehen kann. So, Gilgaros. Goldabreibung. 146. Ach du Scheiße. Das ist Damage. Das ist Damage. Alles klar. Ja, ich habe Gilgaros nur mitgenommen, weil er ein Legendärer ist, ja. Fand ich cool. Das hatte ich, glaube ich, noch nie. Bin mir aber nicht sicher. So, wohin willst du jetzt flüchten? Der ist da oben. Ah, da sehe ich einen Aokai, das ist super. Ich gehe kurz bei Aokai vorbei, würde ich sagen. Erstmal sehen, was er macht. Er geht da zu diesem Theater. Wie gesagt, Aokai, heile mich, danke. Und hinterher. Bleib stehen! Und er verschwindet mal wieder. Na gut, ab ins Theater. Hey! Was hältst du mich hier von der Seite an? Hey, du bist zu spät. Die warten schon auf der Bühne auf dich. Was? Auf der Bühne? Okay, warum nicht? Warum doch? Betritt das Supermiezen-Theater. Oh, wenn das Chibanian sehen könnte. Chibelzebub findet das sicher auch cool. Was? Ich schätze, das ist die Bühne. Wow, ich bin ein Mitglied der Supermiezen. Hayley, bist du soweit? Katja? Komm schon, die Show geht gleich los. Gib alles. Was passiert hier? Oh, was? Drehe Tipperäume ab. Schnapp dir die fliegenden Kugeln, indem du den Kreis auf dem Touchscreen drehst. Erscheint ein wachsender Ring, tippe auf den Touchscreen im Takt. Wenn es reden geht, dann wird deine Leiste kleiner. Ist sie weg, ist es vorbei? Bleib im Takt und hol dir Kugeln, solange die Musik läuft. Was? Was? Was für Kugeln? Ach so, ach so, da oben, ach so. Ich habe mich nur auf den unteren Bildschirm konzentriert und nicht auf die oberen. Okay, das mit den Kugeln fangen, das verstehe ich jetzt, aber... dann das Tippen, ich weiß nicht.
kann mich gar nicht auf die Mädels konzentrieren. Ja, Hayley, gib alles. Oh, es war gut. Es war gut. Seht ihr, wie sie abgehen? So, vorsichtig. Vorsichtig, gut. Ja, den Anfang habe ich verkackt, aber... Jetzt, wo ich weiß, wie es geht... Seht ihr die Ultra-Kombos, die ich hier mache? Oh. Zack. Okay. Warum? Warum tun wir das? Tja. Yo-Kai Watch, ne? Oh, jetzt aber. Es war gut, glaube ich. Wo geht's weiter? Warte, war's das? Das war's. Ja, das war's. War das gut? Das war wundervoll. Zugabe, Zugabe. Was alles in der Welt? Was tue ich hier? Das frage ich mich auch. Oh Mann! Oh Mann, oh Mann, oh Mann! Shabanaki, du Windeln tragender Rotzlöffel! Hayley, kommt aber jetzt bitte runter, ja? Können wir bitte nie mehr darüber sprechen? Danke. Oh, die Supermiezen! Das war großartig, morgen nochmal genauso. Tanja? Wen haben wir noch? Anja? Hey, Hayley. Du hast heute keinen einzigen Fehler gemacht. Super, ich bin stolz auf dich. Weiß nicht. Sonja? Ich bin fix und fertig. Ronja? Natürlich alle mit einem, ne? Mit einem Ja am Schluss. Halt perfekt für Chibanyan, ja. wir verschwinden, okay? Wo ist der Kerl? Da unten. Kommst du her? Du kleiner Typ, du. Kann ich den jetzt bitte bekämpfen? Jetzt kannst du nicht mehr weglaufen. Oh Mann, ich, Schalt mal den Gang runter, Usapion. Ich glaube, du machst ihm Angst. Oh Mann, hinter dir. Hä? Hinter uns? Machst du Witze? Darauf falle ich nicht. Oh Mann. Was? Was ist das? Graustrickser. Willkommen in meiner Tagtraumtiefe. Tagtraumtiefe? Ja. Die Welt, die ich kreiert habe, um dem jungen Fräulein ihre Tagträume zu ermöglichen. Meine Tagträume? Ist sie nicht herrlich, diese Welt, in der du solch schöne Träume erleben kannst? Was für ein Gauner. Deine Welt tut dir dieser große Trick. Coolio, ignoriere, was Usapion sagt. Ich liebe deine Welt der Tagträume. Lass dich nicht täuschen. Wer sagt das? Was? Sailor Selena? Im Namen von Sonne und Mond. Was? Ja. Sailor Lumina? Gegen all jene mit finsteren Herzen. Ja. Für Liebe und Recht im Universum, Sailor Amora. Die süßen Sailors, Leute! Oh mein Gott! Die süßen Sailors! Friedenshüter, die süßen Sailors! Oh mein Gott! Die süßen Sailors? Sei wachsam, Sailor Phantasia! Was? Das ist ein fieser Yokai, der Menschen in seine Welt der Tagträume einsperrt. Wenn du dich darin verlierst, kannst du nie wieder in die Wirklichkeit zurück. Haltet den Mund, ihr Spielverderber. Wer braucht schon die Wirklichkeit? Nie wieder in die Wirklichkeit zurück? Das darf nicht passieren. Ich muss noch so viel Animes schauen. Was soll das denn für den Grund sein, hä? Helft mir, süße Sailors. Tretet diesem gruseligen Trick seinen Hintern. Ja. Du musst für uns kämpfen. Ich soll auch? Aber ihr seid doch die süßen Sailors. Oh nein, was kommt jetzt? Was zum Himmel geht hier vor sich? Was zum... was?
Warum? Soll was tun? Nichts davon macht Sinn. Du bist endlich erwacht. Die vierte süße Sailor. Sailor Phantasia. Wie war das? Sailor was? Was redest du ja zum Himmel? Bin ich wirklich eine süße Sailor? Kann nicht sein. Quatsch. Was du bist, ist ein dummer Kopf. Mit einem Fischglas auf dem Kopf. Allerdings. Hey, mach dich nicht über meine Träume lustig. Machst du Witze? Autsch. Der Tag ist gekommen, an dem wir uns endlich begegnen. Sailor Phantasia. Sailor Selina, oh mein Gott, du bist in echt sogar noch cooler. Wir werden dich mit aller Kraft unterstützen, hab keine Furcht. Sailor Lugina, oh mein Gott, dein Lächeln ist umwerfend. Wenn wir gemeinsam kämpfen, werden wir sicher gewinnen. Sailor Amora, ich bin so gerührt, weil mein Idol vor mir steht. Ist doch mal gut jetzt. Darf ich bitte nochmal hier zum Aukai gehen? Dankeschön. Leute, aber diesen Kampf als süße Sailor, ne, das machen wir erst beim nächsten Mal. Das war's bereits für heute mit Yo-Kai Watch 3. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!